vor allem vor dem Hintergrund, dass in den Schulen häufig der Eindruck entsteht, dass Mathematik nur was für Cracks ist und Programmierung was Kompliziertes ist. Ich habe das selber erlebt, als Student schon nebenher tätig für verschiedene Unternehmen, dass man immer, wenn man Rechnungen gestellt hat, der Posten sehr kritisiert wurde, wenn es um Gestaltungsfragen ging. Da wurde immer sehr hinterfragt, warum ist das so teuer? Und wenn dort irgendwas von Programmierung drin stand, da wurde gar keine Frage gestellt. Das war völlig in Ordnung, wenn das gefühlt teuer war. Das war gefühlt nie zu teuer für die Leute. Und dass es aber bei der Gestaltung eigentlich um einen sehr ähnlichen Prozess handelt, das haben natürlich die wenigsten auf dem Schirm, wenn für sie das so ein Thema ist mit 7 Siegeln. Aber Gestaltung und Softwareentwicklung, Programmierung ist für mich sehr artverwandt. Es ist beides eine Möglichkeit, eine Gestaltungsmethodik, um Ideen, die ich im Kopf habe, irgendwie zu verwirklichen. Und wenn sie interaktive Ideen darstellen, die ich eben im Kopf habe oder Vision, dann habe ich einfach Programmierung als ein Gestaltungswerkzeug, das zum Leben zu erwecken. Und wie Vincent vorhin gesagt hat, gehören da natürlich viele Aspekte dazu, die dann im Prinzip das Erlebnis am Ende als das machen, was es ist. Das kann zum einen eben sein, wie baue ich den Code so auf, dass er leistungsfähig ist, das ist dann schon so die hohe Kunst, aber auch einfach, dass das funktioniert, dass ich die Gedanken rüberbringen kann, die ich rüberbringen möchte. Und vor diesem Hintergrund macht es aus meiner Sicht sehr viel Sinn, dass man eben auch im Lernprozess das ganze Projekt getrieben macht, weil das ganze Lernen von Gestaltung kann ich nicht durch zugucken. Also da kann ich mich inspirieren lassen natürlich. Mhm. Aber so an sich lerne ich jetzt auch das nicht einfach nur, weil ich das sehe, sondern ich muss es ausprobieren, ich muss es machen. Und das Schöne ist natürlich, wenn wir selber Games entwickeln, wir haben einen Bezug dazu. Das ist ein Thema, was die meisten von uns natürlich auch aus eigenem Spielen heraus kennen. Und dementsprechend hat man da natürlich auch eine hohe Motivation. Und wenn man jetzt ein eigenes Spiel entwickelt, ist das eine hohe Kunst. Es ist nicht so, dass es so einfach ist, wie selber zu spielen. Aber es ist natürlich toll, wenn ich mit so einer Idee loslege und dann das Ganze schrittweise Realität werden lassen kann. Was dann natürlich dabei rauskommt am Ende, ist, dass man nicht nur ein guter Game Designer und Game Entwickler wird, sondern eigentlich ein hervorragender Software Entwickler oder Software Designer. Weil das Gleiche, was man beim Spiel braucht, gilt natürlich für jede Unternehmensanwendung. Ich möchte im Flow bleiben. Ich möchte nicht drüber nachdenken müssen, Mist, wie kriege ich jetzt das, was ich vorhabe, irgendwie umgesetzt und mit der Software interagiert, sondern ich will da nicht drüber nachdenken müssen, dass ich ein Werkzeug benutze, sondern ich will in meinem Arbeiten, in meinem Denken bleiben. Und beim Spiel ist das natürlich oberstes Gebot, weil wenn ich drüber nachdenken muss, wie ich jetzt den nächsten Schritt mache, dann bin ich raus aus dem Flow-Zustand. Das heißt, ich möchte eigentlich eher einen Zustand, wo ich vergesse, dass ich ein Spiel vor mir habe und wo ich die Zeit vergesse. Und das ist das Thema, was wir in dem Studium Medieninformatik und Mediendesign in Vordergrund stellen. Und natürlich kommen da auch sehr viele Gestaltungsfragen mit rein. Es kommen medientechnische Sachen mit rein. Ich brauche Zwischensequenzen, Trailer, ähnliche Geschichten dort, je nach Spielidee. Also es ist ein ganz tolles Betätigungsfeld, was allen Seiten Spaß bereitet, aber gleichzeitig halt enorm viel Kenntnisse mit sich bringt, wenn man es angeht. Und da haben wir jetzt als nächstes das Beispiel Phobia mitgebracht. Phobia ist ein Spiel, was im Vertiefungssemester, im sechsten Semester im Medieninformatik, Mediendesign entstanden ist. Und eben in einer Dreiergruppe, Vincent, Josi und Christian, die werden es jetzt gleich mal ein bisschen zeigen können. Da freuen wir uns auch sehr, Christian und Josi, dass ihr mit dabei seid. Das ist großartig. Und in dieser Dreiergruppe sind auch zwei Disziplinen zusammengekommen. Aber ich denke mal, bevor ich jetzt da ganz viel zu erzähle, könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie habt ihr zusammengearbeitet? Ihr habt ein Semester Zeit, das heißt, das ist wirklich sehr knapp bemessen. Hallo. Und hey. Hi. Hi. Hallo. Also, dass man sagt, okay, wie schafft man das eigentlich? Und das ist die Frage, die, glaube ich, viele im Kopf haben und die ich immer noch gestellt kriege, wenn jemand das Spiel sieht, sagte, boah, in einem Semester, wie habt ihr das geschafft? Und dann noch in Leipzig einen Hauptpreis abgeräumt damit. Also insofern Glückwunsch auf der einen Seite nochmal an euch. Und ich möchte natürlich gerne, dass ihr nochmal selber zeigt, wie ihr das gemacht habt. Ich durfte es ja begleiten. Das war mir eine Freude. Aber der Rest, dass er nochmal ein bisschen Einblick kriegen kann dazu. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir erstmal mit einem Trailer schnell an, dass so die Leute wissen, worum es ungefähr vergeht, und dann gehen wir auf die Fragen ein. Also ist halt auch ganz cool, so das letzte Spiel, das wurde sozusagen bei euch im Verein mitgetestet, und Phobia, da hat man eben ja auch die Chance, da vor einem Jahr das bei euch in der Bar zu präsentieren.
Und das kam da auch ganz, ganz cool an. Und wir zeigen euch jetzt erstmal noch einen Trailer. Da hoffentlich habe ich hier den richtigen. Ja. Dann Max, würde ich jetzt nochmal einen Bildschirm freigeben. Mhm. Wenn er denn das Fenster auch finden würde, um das mal über VLC. Auf jeden Fall freue ich mich auch, dass das geklappt hat, dass hier der Chris und die Josi noch mit dabei sind. So, jetzt. Jetzt habe ich's. Wird dir das schon angezeigt, Max? Ich sehe es noch nicht, warte mal. Also ist Bildschirm schwarz. Jump mal rein hier. So, das sieht doch gut aus. Ja. Okay, dann erstmal Film ab. Ja, das war der Trailer zu Phobia. Genau, von Christian Böhm, Josephine Schneider und mir, Vincent Schiller. Und ja, das ist jetzt eine sehr spontane Runde auch. Also wir haben uns überlegt, erklären wir erstmal, was so unsere Rollen waren. Weiß nicht, will das jeder für sich selbst einfach sagen? Dann kriegst du vielleicht... Willst du gleich anfangen, Josi? Ja, kann ich machen. Also, ich bin ja nicht aus der Medieninformatik, sondern ich komme ja aus Grafikdesign. Und in dem Semester konnten wir aber zusammenarbeiten. Das heißt, ich habe mich eigentlich um die komplette grafische gekümmert. Das heißt, Character, teilweise die Animation, das ganze Level-Design und habe dann die ganzen Level halt auch direkt per Hand gezeichnet in war ziemlich viel Arbeit, ziemlich viel, aber ich denke, es hat auf jeden Fall. Josi, ist es ein Torx manchmal weg? Ja. Ich bin weg. Bisschen abgehackt manchmal. Vielleicht die Sensibilität, oder? So, besser? Wahrscheinlich. Sorry, also ich habe mich eigentlich. Josi, man muss sich ja entschuldigen. Josi macht das ja noch nicht so lange mit dem Stream. So. Habt ihr mich trotzdem verstanden oder soll ich es nochmal wiederholen? Hat alles verstanden. Okay. Du warst die Kunstspezialistin. Genau. Genau. Chris, du das, Spezialist. Das hauptsächliche Brain hinter der Organisation war Vincent. Aber die so von Anfang an in der Konzeptionsphase, Ideenfindung, haben wir viel zusammen gemacht, hatte ich viel ja, organisatorisches auch übernommen. Wir haben uns dann in einer schönen Trello-Liste viel To-Do-Listen-mäßig alles aufgeteilt. Die habe ich immer gepflegt, also so ein bisschen gemanagt. Wollen wir vielleicht gleich mit parallel was zeigen? Ja, zeigen will, mache ich einfach Bildschirmfreigabe. Ja, genau. Ich habe mir selber die Trello-Liste noch nie wieder angeguckt, aber ich glaube, da waren noch ziemlich lustige Sachen dabei. Müssen wir aufpassen, was wir zeigen würden. Ne? Theoretisch jetzt live. Ich glaube, wir hatten da nur... Na, ein paar Ideen waren da noch, aber viel wird da ja nicht mehr entstehen. Kann ich das zeigen? Ja, ich bin einfach nur auf der Trello-Liste. Das könntest du die Auflösung ist zwar... Ja. Das geht so.
Vince, dein Mic ist ein bisschen dumpf. Dumpf, ja. So also ein bisschen kaputt leider. Kann man das qualitativ jetzt nicht so ganz sehen? Kannst du ranzoomen? Du ranzoomen. Ja, ab hier geht's. Ab so geht's, glaube ich. Okay. Ja, und zwar hatten wir angefangen, erstmal alle To-Do-Sachen in der Liste hoch und runter zu schreiben. Die haben wir dann noch ein bisschen aufgeteilt, was wir beim Interface machen mussten, Gegner. Phobien haben wir für die Level gebaut, weil jedes Level auf einer Phobie eben beruhen sollte. Haben das dann noch ein bisschen in unsere Personen unterteilt. Und wenn wir irgendwelche Ideen hatten, die noch einzeln hinzugefügt, zum Beispiel bei Mechanics, um das einmal noch zu erweitern. Die Liste ist jetzt hauptsächlich hier im Done-Ordner, weil das Projekt jetzt ziemlich fertig war. Und dann haben wir hier eben einfach durchnummeriert. Vincent hatte dann viele Sachen für sich nochmal in Teillisten getan. Bei Soundeffects hatte er dann Sachen rausgesucht. Wir haben Savepoints eingefügt später, nochmal Trophäen, die man collecten konnte. Dann gab es solche Grafiksachen für die Josi, dass sie eben die Level-Sachen aufgeteilt hatte, in welche unterschiedlichen Vorder- und Hintergründe es gibt. Eben die Gegner, Timing von manchen Sachen, Menüsachen, Credits. Hier unten gab es sogar vom Character, hatte Vincent, glaube ich, bei den Animationen so einen Ablauf gemacht, von welcher Animation was übergeht. Wir haben später noch einen Death Counter eingefügt, damit es richtig schön frustrierend ist, wenn man sieht, wie oft man gestorben ist. Ja, die Liste geht jetzt hier ein ganzes Stück weit runter, weil gehört halt einiges dazu, was man da so machen muss. Und dann war halt ja alles drin. Und mach mal neu. War natürlich eine teaminterne Sache, deswegen sind die nicht alle professionell benannt. Aber hat am Ende halt soweit funktioniert. Und ja, wollen wir da jetzt erstmal grafisch was zeigen oder soll ich Gameplay machen? Vielleicht zeigt Josi noch grafisch vorher, dann haben wir sozusagen... Wollt ihr vielleicht erstmal grundsätzlich was so zum Konzept sagen, zum Spiel? Das wollen wir vielleicht machen, also soll ich oder bist du? Ja, du. Ich kann das gern machen. Und zwar haben wir in der Ideenfindung, waren wir dann darauf gekommen, dass wir was relativ vom Konzept her Simples machen wollen und das dann einfach schön noch ausarbeiten, hauptsächlich auch noch grafisch. Und da waren wir eben verblieben auf einem Jump'n'Run. Und inspiriert haben wir uns dabei sehr von zwei, sage ich mal, den bekanntesten vielleicht Jump'n'Runs, die es so gibt, nämlich Super Meat Boy und Ori and the Blind Forest. Das erste ist mehr so mechanikmäßig, wie die Steuerung funktioniert und schwierigkeitstechnisch haben wir uns mehr an Super Meat Boy angelehnt, grafisch aber mehr an Ori and the Blind Forest. Und da haben wir dann eben in der Ideenfindung bei den Phobien auch in der langen Liste uns viele überlegt, was könnte man denn für Phobien umsetzen. Und da, wenn ich jetzt ein paar aussuchen würde, hatten wir so Sachen, mein sehr bekannt ist ja die Arachnophobie, Angst vor Spinnen, hatten wir uns überlegt, ob wir dazu vielleicht was machen. Oder Hydrophobie, ob man den Wasserlevel hat. Hoplophobie wäre die Feuerangst, aber man konnte halt nicht alles umsetzen, deswegen haben wir uns auf ein paar Sachen beschränkt. Und das Tutorial ist erstmal so ohne direkte Phobie, sondern einfach nur, wie kommt man in die Steuerung rein und wie sieht's aus, um erstmal überhaupt das zu verstehen. Und dann haben wir die Klaustrophobie, was die Angst vor engen Räumen ist. Und die Hämophobie war das, glaube ich, am Ende, die Blutangst und Angst vor spitzen Gegenständen. Und um diese drei Level halt erstmal fertig zu kriegen, hat es schon eine Weile gedauert, deswegen konnten wir nicht jede Idee umsetzen, die wir da hatten, auch wenn wir da noch viel hätten machen können. War natürlich alles zeitlich begrenzt auf das Semester. Am Anschluss hatte ich dann auch noch die schönen Grafiken von Josi nutzen können, um im gleichen Semester im Editorial Design ein Artbook dazu zu machen, das ich einmal natürlich abgegeben habe als Prüfungsleistung, aber auch Vincent und Josi jeweils eins aushändigen durfte und eins bei mir auch noch im Schrank sitzt. Und das war auch ein sehr, sehr nettes Projekt, was da mit Unterstützung von Josi entstanden war. Ja, das ist dann direkt als Buch rausgekommen. Aber wir hätten natürlich auch die einzelnen grafischen Elemente noch da, die Josi dann mal gleich präsentieren kann. Und da würde ich das jetzt an dich so übergeben. So. Dann teile ich mal meinen Bildschirm. Okay, ist da. Ist da? Ja.
Also grundsätzlich mussten wir uns am Anfang natürlich mit dem Charakter beschäftigen und eigentlich wollten wir erst so eine Art Geist machen, das sieht man quasi auf der linken Seite, und haben uns aber dann für eine Art Schleimball entschieden, damit man einfach die Mechanics in dem Game ein bisschen besser ausnutzen kann, weil ein Geist würde halt grundsätzlich immer so schweben und so hat man eher, dass man wirklich am Boden wirklich croucht, an die Wand jumpt demnach hat sich das so entwickelt. Hier unten sieht man quasi die finale Version und das vorher waren so die einzelnen Artworks, die entstanden sind. Wir wollten das halt so ein bisschen gruselig machen, weil es ja in Richtung Ängste geht. Deswegen sehen dann auch die Bosse dementsprechend ein bisschen düsterer aus, haben verschiedene Mechaniken, um sie zu besiegen. Und die größte Herausforderung waren die Level. Das ist so ungefähr unser Moodboard, also die Stimmung, auf die wir uns geeinigt haben. Wir wollten es halt ein bisschen düsterer halten, mit gruseligen Monstern, die halt einfach eine düstere Stimmung vermittelt, einfach diese Angst besser rüberbringt, aber in Kombination mit trotzdem einer schönen Farbkombination an der Stelle. Angefangen hat erstmal alles, dass wir uns überlegt haben, wie sind die Level grundsätzlich aufgebaut, weil die müssen natürlich auch einfach inhaltlich gut funktionieren. Also gerade die Abstände von irgendwelchen Löchern, wo man drüber springen muss. Deswegen haben wir hier erste Skizzen gemacht. Das ist jetzt zum Beispiel das Tutorial. Und danach haben wir das, oder der Vincent, besser gesagt, hat das dann umgesetzt. Und dann mussten wir natürlich erstmal in der Rohform ausprobieren, ob das überhaupt spielerisch machbar ist, dass man da die Wand hochkommt. Das ist natürlich trotzdem, es sollte ja sehr knifflig sein und auch nicht zu einfach an der Stelle. Also man muss einen guten Mittelweg finden. Nachdem das dann feststand, haben wir das Ganze dann eingebaut und ich habe angefangen, diese erste Ebene, auf der man sich wirklich bewegt, auszuarbeiten. Hier sieht man das noch in Kombination mit den Bestandteilen, an denen man quasi sterben kann. Das wäre das ohne. Und im nächsten Schritt habe ich dann die ganzen gefährlichen Sachen ausgearbeitet, erstmal so in der Grundform bis hin zur detailreichen Ausarbeitung von der ersten Ebene. Und das ist jetzt mal das Beispiel von der ersten Map in Kombination mit dem Hintergrund. Wir haben das auch so ein bisschen Parallax gestaltet. Das heißt, wenn man sich in dem Level bewegt, das wird man später auch sehen, bewegt sich der Hintergrund immer leicht versetzt. Das war jetzt das Tutorial, mal das Beispiel. Hier seht ihr den grundsätzlichen Aufbau der zweiten Map, müsste das sein, das zweite Level. Und das sind nochmal die ganzen einzelnen Ausarbeiten. Also ich habe das wirklich alles per Hand in Photoshop gezeichnet. Das war super, super aufwendig. Natürlich hat man an der einen oder anderen Stelle dann Copy und Paste verwendet. Also gerade die ganzen Steinmuster und alles und den Sand und die Stacheln hat man so gut es geht immer weiter verwendet, aber trotzdem war es eine Heidenarbeit. Vincent hat dann auch die ganzen einzelnen Pilze zum Beispiel alle einzeln eingebaut in die Karte, damit sie halt auch noch Animationen haben und eine gewisse Dynamik, wenn man dran vorbeiläuft. Also ja, genau. Und das war einfach so, dass Look und Feel von dem Game gut rüberbekommt. Mega cool. Danke. Ganz kurz, Vince, hast du die Frage gesehen im Chat von Alex? Ich bin gerade schon am Antworten, ich bin gerade so. Nicht schnell, aber okay, danke super. Für den Hinweis, ja. Gerne. Genau. Oder beziehungsweise, ich kann es ja jetzt gleich noch so, bevor ich es jetzt in den Chat schreibe, falls jemand Interesse halt an diesem Programmierlernspiel hat oder auch daran Interesse, irgendein anderes Spiel, was heute gezeigt wird, mal zu testen, dann würde ich einfach mal ganz schnell auf unseren Discord-Server verweisen, dann bekommt er dort einfach, dann könnt ihr dort einfach nochmal schreiben vielleicht, zum Beispiel, wir merken uns dann, dass ihr das da haben wollt. Also ich schicke jetzt einfach gleich mal den Discord-Link in den Chat und ihr könnt genau, es dann weiter. Müssen wir mal gucken, ob das geht mit Links, wenn also, die dann schickst in die Gruppe rein, dann kann ich noch teilen. Aber kannst du ja mal posten. Ich weiß nicht, ob ja. Der Bot da jetzt so eingestellt ist, dass er links sperrt. Müssen wir mal schauen. Geht klar. Ja, wär's von meiner Seite. Ja, ist auch eine. Du hast ja schon angesprochen hier, dass da Chris sozusagen sich die Level ausgedacht hat. Und deswegen ist auch Chris derjenige, der das jetzt gleich mal zeigen kann, wie man das denn spielt, weil Chris auch der Einzige ist, der es überhaupt schafft, das zu spielen.
Josi meint ja schon, dass sozusagen der Anspruch war, dass es sehr, sehr schwer ist, das Spiel, weil man dann einfach auch mehr von den Leveln hat, so gesehen. Also wir haben jetzt letzten Endes nur 3 Level umgesetzt, aber man, also keine Angst, die Spieldauer ist trotzdem schön lang, weil es einfach so extrem schwer ist. Und nach so 200 Toten habe ich dann irgendwann aufgegeben. Aber wir haben ja Chris, der hat sich die Level ausgedacht und dann muss er es auch ausbaden und beweisen, dass er das auch kann. Genau. Ganz deswegen. Spaßig wurde das dann vor allem im letzten Level bei dem richtigen Boss, den wir da uns überlegt hatten. Da war dann die Zeit langsam ran, dass man es abgeben musste. Und da war die Balancing-Testung, konnte dann nicht noch monatelang weitergehen, wie es eigentlich hätte sein sollen. Deswegen ist der eher auf der noch schwereren bis nahezu unmöglichen Seite. Und soweit wäre. Aber den einmal durchzuspielen, war schon eine Herausforderung, weil der ein bisschen unfair ist. Ich habe das Spiel auf meinem Screen schon laufen. Dein Screen ist live. Dann werde ich auch mal den. Ich weiß nicht, ob Sound auch übertragen wird, aber ich habe den jetzt erstmal wieder angeschalten. Erstmal eine kleine Sache, die wir hier ganz niedlich gemacht haben, beziehungsweise die der Vincent sich schön überlegt hat. In dem Menü gibt es erstmal auch leicht parallaxmäßig Sachen im Vorder- und im Hintergrund und so einen schönen Partikeleffekt. Meine Maus ist auch schon unser Wobble, unser Hauptcharakter. Und man sieht ja auch ganz viele Wobbles so in der Wand drin. Und wenn ich mit meiner Maus bewege, dann gucken die mich auch immer schön an. In den Settings kann man hauptsächlich nur Audiosachen einstellen und das Spiel zurücksetzen, wenn man die Level schon alle geschafft hat. Es gibt einen Level Select. Wenn man die einmal erreicht hat, die Level, kann man die auch auswählen. Und dann gibt es ja auch eine kleine Trophäe, die angezeigt wird, wenn man sie einsammelt. Das habe ich jetzt in dem kleinen Vortest, den ich gemacht habe, nicht gezeigt. Credits sind einfach nur gezeigt, in welchem Zeitraum wir das gemacht haben, dass wir das selber gemacht haben und mit Unterstützung von dem Herrn Brade. Und da würde ich jetzt einfach mal beim Tutorial anfangen. Da fängt man hier, wie auch im Trailer gesehen, an und fällt hier auf so ein bisschen in den Sandteil. Ganz kurz, haben wir ja? Ton eigentlich? Also ich höre keinen Ton. Hast du den Bildschirm? Ah, du musst da die Anwendung freigeben. Das wäre cool, weil der Ton ja auch noch ganz... Achso, anstatt Bildschirm, ja, auf die... Genau, musst du das Fenster nehmen. Phobia, live gehen. Das klingt doch gut. Ja, super, super. So, jetzt müsste man das hören. Mhm. Untermalt wird das Spiel von schöner copyright-freier Musik, die wir gefunden haben. Und... sehr netten Schleimgeräuschen, wenn man sich bewegt. Das gerade eben mal ein Savepoint, den ich eingesammelt habe. Und hier unten hat man erstmal das Basic Tutorial Message ist im Sand eingeschrieben. Es gibt also WASD laufen und dann gibt es einen Sprung und auch einen Doppelsprung. Und wenn dann immer so ein bisschen sich Zeit nimmt, dann sieht man so kleine Details, wie dass die Pflanzen sich schön bewegen, dass die Partikeleffekte alle sehr schön aussehen. Und wenn er natürlich stirbt, dann platzt man und kommt zurück an seinem letzten Savepoint raus. Und dann würde ich jetzt erstmal hier durch das Tutorial-Level gehen. Man kann hier an Wänden sich hochschleimen sozusagen, indem man dann Walljumping betreibt. Und dann kommt hier direkt die erste Sache, dass man eben nicht einfach nur sich runterfallen lässt, weil man sonst an den Stacheln stirbt. Alles sehr grundlegende Jump-and-Run-Sachen. Und hier hat man dann das erste Trophäen-Item. Das guckt dann auch schön an, wenn man sich bewegt. Und wenn er das einsammelt, gibt es einen kleinen Ton und dann erscheint das dann im Menü, dass man es eingesammelt hat. Dann lasse ich mich mal hier kurz die Wand runter glibbern. Und habe den Cycle verpasst und muss jetzt erstmal warten, bis der Baumstamm wieder ankommt. So, jetzt kommt der einzige wirklich tricky Jump hier in dem Tutorial-Level. Okay, der passt. Und dann lässt man sich hier reinfallen in die Tiefe und dann kommt ein kleiner Effekt und man ist im nächsten Level. Und so, das hier ist jetzt das Level. Spannend, endlich. Das ist das Level, was nach Klaustrophobie entwickelt wurde. Das ist die Klaustrophobie. Da gibt es dann mehrere enge Gänge und Wände, die näher kommen. Hier fängt es schon mal an, dass der erste Jump ziemlich eklig ist. Und zwar muss man fast pixelperfekt so den letzten kleinen Bereich hier finden, von dem man abspringen kann.
aber sieht wenn ich aber das mal so aus, mache, bitte. Ja, ja, ja. Ich wollte ja ein bisschen Vorführeffekt zeigen, dass es auch schwer ist, nicht, dass ich hier das zu leicht erscheinen lasse. Und dann gibt es ja an den, erstens gibt es im Hintergrund immer schön leuchtende Pilze, die die Josi schön gemacht hat, und man hat auch bestimmte Stellen, an denen man eben die Plattform nicht berühren darf, weil die Stacheln einen sonst töten. Hier kann man zum Beispiel ein bisschen weiter runter gehen, dann sieht man hier unten auch eine Killzone, wo man nicht lang kann. Deswegen gehen wir hier schön wieder hoch. Und da gibt es auch einen laufenden Gegner, der hier Geräusche macht. Und dem weichen wir jetzt einfach mal gekonnt aus. Und dann geht es hier schön lang. Und der nächste Teil ist dann dieser gute Herr, der auch einen Zeiger hat, den man optimal ausnutzen muss, sonst stirbt man, kommt wieder oben an. Das kannst du, wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten, dass du vielleicht schon mal ein paar Checkpoints weitergehst. Was war der Hotkey dafür? Steuerung Plus, glaube ich. Steuerung Plus? Nee. Ich weiß auch nicht, ob das in der Edition hier existiert. Ich könnte ansonsten einfach noch ins nächste Level vorspringen, das hatte ich schon mal. Sollte eigentlich. Sollte eigentlich drin sein mit den. Ja, ja, doch. Oder Steuerung. Ach, shit, wie war das? Steuerung I war schon mal unsterblich, oder? Der Schauen wir mal. Ja, das funktioniert, okay. Okay, und dann Steuerung. Ah, Steuerung C, da kommst du zu den nächsten Checkpoints. Nee, und dann musst du sterben. Also Steuerung C und dann sterben, dann kommst du zum nächsten. Ah, kann ich mit Steuerung I wieder den Unsterblichkeitsmodus ausmachen? Ah, okay. Okay, anscheinend ist der nächste Checkpoint in der Decke. Gut, dann nächstes Level. Also gehe ich nochmal im Level Select und gehe mal ins. Ah, jetzt sieht man aber schön im Level Select, oder? Dass ich hier die goldene Bombe gefunden habe. Aber ja, das ist eine Testsache. Weil du so oft STRG-C gedrückt hast, also das Level gab es nicht mehr sozusagen. Den Checkpoint. Der war schon zu hoch. Das aber ja, ich glaube, das Level hier, das ist schon eher das komplette. Ich frage mich schon alleine, wie du den ersten Sprung. Warte, nee, war das der Sprung? Ah ja, genau, den Sprung hier unten rein. Ich habe das schon alleine, das habe ich nicht bekommen. Ich habe das noch nie so professionell gespielt gesehen. Danke. Hier ist eine sehr cycle-based Sache, dass man sich das genau nicht macht. Dass man die mehreren schwingenden Sägeblätter schön natürlich ausnutzen muss und den entsprechenden Rhythmus findet, indem man da nicht stirbt. Man sollte sich da auch, wir stehen jetzt natürlich leicht unter Zeitdruck, dass wir nicht zu viel Zeit verbrauchen wollen. Sollte man sich für die Cycles viel eben Zeit nehmen. Und ruhig bleiben. Und ruhig bleiben, ja. Boah, ja, jetzt kommt die schlimmste Stelle. Die Stelle ist ja schon. Also eine der schlimmsten. Und zwar, man muss hier sich runterfallen lassen, dann in dieser Mitte bleiben und dann hier durchgehen. Als ob. Alter Schwede, dass du das wieder geschafft hast. Und dann hier ist die nächste Sache, dass wir haben ja einen Double Jump und der ist ein bisschen Momentum-based. Das heißt, wenn ich später springe, komme ich nicht ganz so hoch. Und deswegen muss ich hier ganz entspannt springen und darf mich nicht zu doll nach oben bewegen, sonst sterbe ich. Nächste Stelle ist dann wieder extrem eklig, dass man hier perfekt einen Pixel ausnutzen muss, um hier durchzufallen. Und bei der Stelle bin ich mir gerade nicht mehr sicher, wie man die überhaupt schafft. So anscheinend. Ja, so natürlich. Und dann gibt es hier wieder ein schönes Sägeblatt. Hier muss man auch wieder einen langsamen Sprung ausführen, weil wenn ich das mache, was ich gerade falsch gemacht habe, habe ich zu viel Hochmomentum gehabt. Deswegen hat mich das Sägeblatt erwischt. Hier muss man einen hohen Sprung machen, um drüber zu kommen. Und dann kommt man hier an einem schönen Blutsee lang, der blubbert. Und dann kann man sich hier die Wand wieder hochglibbern. Es sieht sehr einfach aus, wie du das machst, ne? Es ist, vor allen Dingen beim Boss wird man dann sehen, dass es dann schon nicht mehr mit der Übung kommt, weil selbst der interessiert sich nicht für deine Übung, der ist einfach brutal. Wie viele tausend Mal hast du das gespielt? Ja, für jedes Level hatte ich da bestimmt gut 1000 bis 1500 Tode. Und im letzten wahrscheinlich noch mehr. Oh, also es ist halt, ich hätte wahrscheinlich, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, die Testung noch ein bisschen exzessiver machen wollen. Aber da war dann eben das Semester vorbei. Und hier gibt es mehrere Sägeblätter, die alle auf unterschiedlichen Cycles basieren. Und man versucht, hier erstmal hochzukommen. Ich habe jetzt erstmal den Sprung nicht geschafft. Und hier erstmal versagt. Okay, dann vielleicht kannst du direkt mal zum Boss. Warte, was? Steuerung C und dann sterben. Ja. Hoffe ich. Nee? Steuerung C. Doch, jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Genau. Das ist der Boss.
Der gute alte Spikey hatten wir den, glaube ich, genannt. Der wacht erstmal auf und schießt alle seine Spikes einmal ab. Und dann wachsen die ihm langsam nach. Und er schießt die immer ab, wenn er in der Nähe von dir ist. Also wenn der Spike auf dich zeigt. Er ist ja noch nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste davon ist, sobald er... sobald er die Sachen gegen die Plattform schießt, bewegen sich die Plattformen. Und das tut dann die ganze Steuerung ein bisschen schwieriger machen. Und der ist halt, der hat quasi die Homing-Raketen drin. Die sind einfach fast unmöglich gut auszuweichen. Okay, man kann auch nicht einfach durchrennen. Das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, seit ich das länger getestet habe. Ich hatte dann, glaube ich, die optimalen Cycles so ein bisschen besser mir gemerkt. So, jetzt muss ich hier hinkommen. Das wird... Oh ja. Okay. Das darf man auch nie berühren. Oh nee, fuck. Oh nein. Alles fällt wieder hinunter. Jetzt bewegen die sich nämlich alle. Und das verhindert dann die ordentliche Bewegung. Aber der Weg, wie man den Boss besiegt, ist diese oben angezeigten grauen Orbs mit Augen. Die werden von den Stacheln von ihm zerstört. Das heißt, man muss sich über diese Orbs drüber stellen. Und dann sich von ihm treffen lassen. So, jetzt kein Stress, das ist dein letzter Versuch. Ah. Na gut, vielleicht... Egal, ein noch, der zählt nicht. Mach nur einen. Einer geht noch. Ich hab's zu spät gesagt. Ich kannst du nebenher beantworten, Vincent, in welcher Sprache das programmiert wurde? Das kam gerade im Chat. C-Sharp. Das ist alles in Unity programmiert und in Unity benutzt man die Sprache C-Sharp. Genau, und im Prinzip, das Spiel, was ihr vorher gesehen habt, das beschäftigt dann eben genau mit damit, das wie man zeigt. Nicht mehr, aber man sieht hier, wenn ich im Menü bin, auch einen Death Counter. Das waren jetzt erstmal lockere 46 Tode. Beziehungsweise, die 46 waren vor uns in meinem Testrun und ich habe jetzt gerade eben 15. Wenn man das Level schafft, dann hat man hier einen Bestscore, wo man sieht, wie man eben die wenigsten Tode sozusagen hatte. Also hast du es sozusagen vor uns im Testrun in 46 geschafft? Nee, hatte ich nicht. Ich war bis zum Boss gekommen und habe da nochmal, keine Ahnung, 20 Tode gehabt und dann das lieber gelassen, weil da so viel aufregen wollte ich mich dann nicht. Chat, ey. Geil. Ah ja, das ist die... ja, super. Gibt es sonst noch irgendwie, wir sind ein bisschen im Verzug, aber ihr könnt sehr gerne jetzt noch irgendwelche Fragen stellen oder wenn ihr konkret noch an Josi oder Chris noch Fragen habt. Also, genau, schließen wir das dann erstmal ab. Oder auch Marius, du wolltest, glaube ich, sogar noch was eigentlich sagen, ne, zur Überführung. Mir fällt immer was ein. Also wir können ja mal kurz, im Programm hier, ne? Ja. Nee, das Thema finde ich natürlich super, wie ihr das angegangen seid. Ne? Ihr habt eine Dreiergruppe gemacht in einem halben Jahr. Das ist natürlich, was ich beobachtet habe, ist auch viele Themen, die ihr, also gerade Christian und du natürlich vorher im Medieninformatik, Mediendesign-Studium schon hattet, viele Fehler sozusagen, die ihr gemacht habt, jetzt nicht nochmal gemacht. Und ich weiß nicht, hattet ihr vorher schon mal zu dritt gearbeitet oder bist du, Jose, jetzt zum ersten Mal da in Berührung gekommen mit Christian und Vincent im Studium? Also, ich glaube, zusammengearbeitet noch nicht. Nee, das nicht. Also, man kannte sich von Kursen vorher schon ziemlich gut, weil wir waren ja alle kleinere Gruppen, deswegen kennt da jeder jeden sozusagen. Aber das war, mit Vincent hatte ich vorher bestimmt schon mal im Kurs irgendwelche kleinen Sachen gemacht. Aber so ein größeres Projekt zusammen auch vorher noch nie. Und da kam eben noch die Sache dazu, dass bei dem Projekt man schön noch mit dem Grafikdesign zusammenarbeiten durfte. Und da haben wir uns auf die Josi gestürzt, weil ihre Künste schon bekannt waren. Und haben sie heillos ausgenutzt, um uns ein sehr schönes Spiel zusammenzustellen. Ja, ne, das ist auf jeden Fall der Vorteil, dass man ja auch praktisch bei uns da zwischen den Studiengängen sehr gern zusammenarbeiten kann. Ne? Also das Thema ist sozusagen für alle möglich und natürlich auch danach. Max, den ihr hier immer schon wieder hört, werdet ihr dann in der nächsten Session auch mal sehen, in Aktion als Grafikdesigner. Also da denken wir eigentlich über die Disziplin hinweg so. Ne? Das ist der Vorteil. Und man sieht natürlich auch an dem Spiel, dass das eigentlich sinnvoll ist. Und natürlich ist es im Berufsleben später auch so. Also selten, dass man mittlerweile Teams hat, die praktisch nur aus einer fachlichen Richtung zusammengesetzt sind.
Was würdet ihr jetzt Leuten empfehlen, die das Studium ins Auge fassen oder die sich überlegen würden, Medieninformatik, Mediendesign zu studieren, aus eurer Sicht, vielleicht auch aus der Teamsicht? Chris, willst du erstmal? Oder also jetzt auch an Josi gefragt oder jetzt erstmal nur Medieninformatik? An euch alle drei, ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, dass man sozusagen auf keinen Fall Angst haben muss vor irgendwie großen Projekten oder dass man irgendwelche, dass man irgendwo hängen gelassen wird oder so. Das ist halt, was Chris schon angesprochen hatte mit den kleinen Gruppen, es ist halt ja sehr persönlich. Deswegen hat man im Prinzip immer die Möglichkeit, so was man ja auch an unserer Gruppe sieht, das umzusetzen, was man so machen will. Also Josi war bei im Grafikdesign-Studium, konnte dann sozusagen zu uns das im Projekt mit drüber switchen oder ich weiß gar nicht mehr, ob es andersrum war oder ob das ein, ich glaube, es war sogar so rum, ne? Es war, glaube ich, Game Design als, ja. Auf jeden Fall, man kann sozusagen alle seine Interessen irgendwo unterbringen. Und gerade unsere Gruppe war ja verschiedener, ging es ja kaum so. Also klar, Chris und ich haben beide Medieninformatik, aber die Herangehensweise jetzt war ja auch ganz anders so. Chris halt eher aus der Sicht von Level-Design und ich eher aus der Sicht der Programmierung. Und dann Josi halt noch als Grafikerin dazu, ist ja sozusagen eine super, super Verbund so. Genau, weiß nicht, ob Chris, willst du oder Josi noch was dazu sagen? Ja, das generell zu dem Kurs war insgesamt das Studium sehr schön. Man sollte da schon eine gewisse Medienkompetenz mit reinbringen, weil man interessiert sich ja meistens dann schon für sowas, wenn man sowas studieren möchte. Aber man braucht da, wie Vincent sagt, keine Angst haben und man kann sich dann im Kurs eben noch spezialisieren. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, der sich mit dem Programmieren da so nicht so ganz angefreundet hatte. Ich habe da eben die Prüfungen alle bestanden, die Kurse waren in Ordnung soweit, aber ich habe das jetzt nicht gelebt wie der Vincent, der sich da Tag und Nacht mit Herzblut reingestürzt hat. Auch jetzt, wo ich arbeite, geht es mehr in Richtung Grafikdesign, aber dadurch, dass man eben auch so viele Sachen reinschaut im Kurs, von halt Front- und Backend-Development, von Webseiten, von Programmieren in Java oder in C-Sharp und mit Unity arbeiten, mit den unterschiedlichen Adobe Suite-Programmen arbeiten. Das ist halt eine sehr breite Sache. Auch 3D hatten wir ein bisschen. Da gibt es auch ein, zwei Leute bei uns im Kurs, die sich da schön für interessiert haben und das jetzt arbeiten in dem Bereich. Einfach, wenn man ein Interessengebiet an sowas hat, sei es jetzt Animation, Realfilm, Spiele erstellen, alle möglichen Sachen, da findet man immer in dem Kurs was da abgebildet ist und kann sich dann eben selber entweder darauf spezialisieren, das weitermachen, oder man lernt halt Sachen neu. Da gab es von uns dann immer entsprechend, man geht rein mit einer Vorstellung, was es sein kann, wie zum Beispiel Vincent mit Realfilm. Ich hatte auch so halt Bildbearbeitung, Realfilm mehr am Anfang mir überlegt und dann gab es andere Leute, zum Beispiel der Elias, der ging einfach schon rein mit 3D-Kenntnissen und jetzt rausgegangen mit noch mehr 3D-Kenntnissen. Jeder kann da so ein bisschen was für sich selber finden und insgesamt ist das ein sehr schöner Kurs, der eben so praxisnah ist und man kann da viele Projekte schon umsetzen. Zum einen kann man auch mit Partnern arbeiten. Wir hatten zum Beispiel mehrere Projekte mit halt dem Landesamt für Archäologie, also dem Staat Sachsen so bearbeitet. Man hat auch manchmal kleinere Sachen, dass man von bestimmten Professoren, die dann als Gastdozenten da sind, die ihre eigenen Kenntnisse mit einbringen, die alle schon arbeitstechnisch ihre eigenen Firmen zum Beispiel haben. Diese Editorial-Sache, die Josi für uns gezeigt hat, ist auch mit einem entstanden, der seine eigene Agentur hat für eben Grafik und Druckprodukte. Und da hat man sehr viele Sachen, die man da eben kennenlernt. Generell sehr, sehr gutes Studium, wenn man das wählen möchte. Ein weiterer Dozent hier war auch Marco Ritter von der Firma Intolight, der auch als Dozent bei uns mit dabei ist. Da sind wir schon immer auf der Suche nach im Netzwerk auch. Ja, Josi, wie würdest du das so ausdrücken? Was würdest du jemanden empfehlen, der an der FH vielleicht ein Studium an der Designfakultät ins Auge fasst? Ja, was kann ich jetzt noch sagen? Also grundsätzlich wurde ja vor allem gesagt, und das finde ich persönlich auch super, super toll, dass man halt einfach die Möglichkeit hat, so verschiedene Bereiche zu sehen. Also selbst wir als Grafikdesigner hatten 3D, Animation und
auch diese ganzen klassischen Sachen wie Editorial Design, also Gestaltung von Magazinen, Visitenkarten, normale Logoentwicklung. Aber das hat mir zumindest sehr geholfen, mich einfach selber so ein bisschen zu finden. Und das hat halt auch dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte keine klassischen Printprodukte machen, sondern ich möchte in dem Semester halt Game Design machen. Und dann bin ich halt mit bei dem Spiel gelandet. Und das ist halt einfach, finde ich, für einen persönlich bringt das einem wirklich viel. Weil auch in der Berufswelt, man sagt, okay, ich habe jetzt das Studium, aber es ist ja trotzdem super weit gefächert. Und so kann man für sich selber einfach mal wirklich so Standpunkte festlegen, wo man sagt, okay, das möchte ich, das finde ich super und das ist überhaupt nicht meins. Und das finde ich halt wirklich, wirklich richtig cool. Und dass es halt nicht so riesig ist. Also man kennt sich, man dadurch, dass man sich kennt, ist es auch einfach mal zu sagen, okay, kannst du mir vielleicht mal dabei helfen oder kannst du mir mal dabei helfen? Dann entstehen Kooperationen miteinander. Und gerade Grafikdesign und Medieninformatik geht ja eigentlich auch Hand in Hand. Es ist einfach so. Und Funktion und Design muss zusammen funktionieren, ansonsten bringt es halt nichts. Ja, und es ist auch kein Nacheinander, ne? Der eine entwickelt es und der andere macht es hübsch. Das ist eigentlich eine Illusion. Und das greift Hand in Hand, wie du so schön sagst, von Anfang an. Also mich freut das natürlich sehr, weil das ist das, was ich heute früh irgendwie mal kurz angeteasert habe, so, dass man eben in einem Studium bei uns sich sehr, sehr gut eben selber entwickeln kann und finden kann. Und das, was ihr jetzt beschreibt, trifft das ganz gut. Ne? Und ihr werdet jetzt aktuell zumindest außer Vincent nicht von der Fachhochschule bezahlt, also kann man jetzt nicht sagen, ihr müsst das nicht sagen. Alles gekauft gewesen. Ja, alles gekauft. Also genau, das freut mich natürlich zu hören. Das Thema Game Design, was wir jetzt hier gerade haben, was ihr gemacht habt, hat euch das jetzt im Nachgang vom Studium, ich meine, keiner von euch arbeitet jetzt wirklich in der Games-Branche, aber oder zum Teil, ne? nicht komplett richtig gesagt. Ne? Vincent entwickelt ja auch bei uns am New Work Design Lab nach wie vor Anwendungen, die mit Spielen zu tun haben. Aber es ist jetzt nicht zwingend so, dass ihr jetzt ein Game Studio zusammen gegründet habt nach dem Studium. Aber trotzdem. Warum eigentlich nicht? Genau. Kommt noch. Das vielleicht mal später nochmal. Die andere Frage ist genau, was habt ihr mitgenommen aus dem Projekt für euer jetziges Berufsleben? Also wie habt ihr angefangen, Josi? Dass es super wichtig ist, dass man im Team miteinander spricht und dass man auch wirklich gut miteinander arbeitet, weil es bringt nichts, wenn der eine vorprescht und an einer anderen Stelle fallen einfach die Aufgaben hinten runter. Und damit ein Projekt gut funktionieren kann, muss man halt wirklich super miteinander kommunizieren, um das gemeinsam auszuarbeiten. Und ich denke, das ist auch im Berufsleben wichtig. Also außer man ist jetzt vielleicht irgendwie selbstständiger, ganz alleine nur für sich auf sich gestellt, aber selbst an der einen Stelle, also wenn einem einfach die Expertise fehlt an der anderen Stelle, muss man sich halt jemanden dazu holen. Ne? Also wenn ich Fragen hatte bei dem Game-Projekt, habe ich mich halt auch einfach an den Vincent gerichtet, weil ich meinte, wie machen wir denn das jetzt grafisch? Macht das Sinn, wenn ich das jetzt so umsetze oder hast du eine bessere Idee, wie es vielleicht einfach einfacher und schneller funktioniert? Und das ist, denke ich, fürs Berufsleben wirklich wichtig. Vielleicht daran noch anknüpfend, ich habe auch so festgestellt, dass man das ist auch oft einfach nicht so, wobei, wie sage ich jetzt auch falsch irgendwie, wenn man die Chance hat im Arbeitsleben, sich sozusagen die Kollegen rauszusuchen irgendwo, dass man eben auch dann halt darauf achtet, dass einfach das vom Charakter her einfach richtig zu einem passt, weil das einfach ein so viel besseres Arbeiten ist. Also man kann sich ja zum Beispiel die beste Grafikerin sozusagen mit ins Team holen, so oder irgendwie, ne? Aber das nützt ihm ja jetzt nichts, wenn eben was ihr gerade auch schon angesprochen habt, sozusagen man muss ja auch miteinander klarkommen, gerade weil eben das nicht so nacheinander ist. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt Josi nicht die beste Grafikerin ist, sondern dass das sozusagen das eben einfach passen muss, beides. Also sowohl menschlich als auch vom Skill. Und das hat man ja schon oft, dass man irgendwie, dass eben nicht beides passt, ne? Dass du vielleicht irgendwie super skilled jemanden im Team hast, der aber womit du einfach nicht so richtig klarkommst. Genau. Dazu kommt, würde ich noch sagen, Zeitmanagement kam damit rein. Wir haben das ja alles selber über Trello und unterschiedliche, sag ich mal, nicht Save Points, aber halt Punkte, die man erreicht hat im Verlauf der Entwicklung, dass man eben fertig werden musste, weil man kann ja am Ende, gibt es halt die Prüfungsleistung, die man abgeben muss, und wenn dann halt im Arbeitsleben ist, gibt es halt das Release-Date von Spielen.
auch wenn sich da viele Firmen mittlerweile nicht mehr dran halten, von daher kann man das ja auch alles noch so auslegen, wie man das haben will. Aber wir mussten uns dran halten, denn wir haben darauf eine Zensur bekommen. Wir haben uns ja halt selber organisiert. Wir hatten vorher ganz am Anfang, als noch die Findungsphase war von den Teams, habe ich mich als Headhunter qualifiziert, indem ich uns einen Vincent noch geangelt hatte. Denn am Anfang hatten, glaube ich, Josi und ich zusammen erstmal überlegt, was wir machen, und Vincent wollte wieder ein eigenes Projekt machen, hat dann gemerkt, wenn er ein eigenes Projekt macht, dann will er quasi ein neues AAA-Game alleine machen und sich dann gedacht, das funktioniert vielleicht doch nicht so ganz, also machen wir eine Teamarbeit draus, da habe ich ihn noch abgeworben und dadurch ist unser Spiel 2000% besser geworden, weil er eben zu allen Sachen, die man sich am Anfang überlegt hat, eben ordentliche Mechanics noch reingebracht hat, das alles solide im Code dann durchgeballert hat und das alles schön hinprogrammiert hat. Aber dadurch, dass man jetzt halt kein komplettes Game Design mehr macht, ist jetzt nicht hundertprozentig natürlich alles anwendbar. Wenn dann in der Game-Branche gegangen wäre, hätte man da mehr sich mitnehmen können. Aber man lernt ja trotzdem aus jedem Projekt, was man angeht. Und deswegen kann man sich da bei sowas immer schön rantrauen, solche Projekte auch durchzuführen. Und natürlich geht es natürlich auch am Ende darum, dass man Spaß dabei hatte und sich daran zurückerinnern kann und froh darüber ist, was man am Ende geschafft hat damit. Ja, das auf jeden Fall. Das Ergebnis dann, was danach auch noch zeigen kann und so wie ihr dann auch noch einen Preis gewinnt dazu. Das war natürlich das Sahnehäubchen. Ja, das ist auch nochmal so als Nachtrag zum Studium, was halt auch so ein Hauptteil mit ist, dass man die Projekte halt jetzt nie wie in anderen Studiengängen dann macht, weil man es muss, und dass man dann sich danach denkt, ja cool, warum eigentlich, oder ja, war zwar an sich ein cooles Projekt, aber hat halt einfach null Spaß gemacht, ich habe die ganze Zeit nur irgendwie einen Aufsatz darüber geschrieben und so. Das ist halt im Prinzip da bei sowas ganz anders, so man spürt sozusagen fast gar nicht, dass man studiert. Man hat im Prinzip Spaß dabei, bei solchen Projekten jetzt konkret. Klar gibt es auch jetzt irgendwas, wo man auch mal was lernen muss natürlich. Wobei das ja auch Lernen ist, aber eben auf einer theoretischen Ebene lernen bei anderen Sachen. Und man nimmt einfach für die Zukunft was mit. Also schon alleine, dass wir uns jetzt hier 2 Jahre nach dem Projekt hier nochmal in so einem Stream vom Level 44 zusammenfinden und darüber sprechen, ist ja total cool einfach. So, Stille. Jetzt, ich würde sagen, weiß nicht, Maris, wenn du noch was zu dem Thema sagen willst, ansonsten, wir sind ja ganz schön eng hier in der Zeit. Naja, das ist irgendwie 3 Stunden, gehen dann doch immer mega schnell rum. Es ist natürlich ein Thema, wo es sehr viel Freude machen würde, glaube ich, nochmal in die Tiefe zu gehen. Ich denke aber, wir haben nicht das letzte Mal die Gelegenheit, das zu tun. Insofern würde ich jetzt mal gucken, dass wir so langsam überleiten zum nächsten Thema. Bei dem Thema abschließend noch auf jeden Fall war für mich das auch, wie gesagt, eine große Freude, das zu begleiten, und es ist immer noch, empfinde das als ein Privileg, an der FH Leute begleiten zu dürfen, auf ihrem Weg Projekte zu realisieren, und das, wie du es beschreibst, findest du, das Spaß macht, man merkt gar nicht das, was man lernt, das ist natürlich toll, an der Stelle zu erreichen, und gleichzeitig ist es projektgetrieben für uns als Dozenten immer eine Herausforderung, die ich aber absolut richtig finde, dass wir sie angehen und dass wir sie gehen, den Weg, weil jedes Semester sieht anders aus, jedes Team sieht anders aus. Du hast zwar immer wieder die gleichen Probleme, die du versuchst, fachlich zu untermauern und auch theoretisch zu begleiten, aber sie kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf. Das heißt, man hat nicht so diesen Plan, ich kann am Semester irgendwie meine Folien rausziehen und sagen, ja, die Woche komme ich bis Folie 12, nächste Woche 24 und so weiter, und dann habe ich das Semester alles erzählt, was ich haben will. Aber das ist auch nicht der Anspruch, den wir haben, zu sagen, hey, ich muss die und die Folien gezeigt haben und dann gehe ich zufrieden nach Hause, sondern du merkst ja anhand der Ergebnisse und anhand der Denkweisen, die in den Köpfen vorherrschen, so kommt es an, was wir eigentlich erreichen wollen. Und wenn ich jetzt als Unternehmer darauf blicke, was für Leute suche ich eigentlich, damit ich ein schlagkräftiges und ein cooles Team, was gerne Zeit zusammen verbringt, aufbauen kann, wenn ich unter dieser Brille drauf gucke auf das Studium, danach geht es eigentlich zu gucken,
was braucht jemand, dass die FAD dann im Prinzip verlässt. Und insofern werden wir uns sicher auch wiedersehen in einem der nächsten Online-Events. Also freut mich. Vielen, vielen Dank, Josi, dass du mit reingekommen bist. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du mit reingekommen bist. Danke euch. Das ist einfach echt groß. Danke, dass wir da sein durften sozusagen. Ja, und dass ihr damit natürlich auch Level 44 unterstützt. Einfach fantastisch. Mehr Fliegen mit einer Klappe zu schlagen heute. Dann weiter noch einen guten Stream. Jo, wünsche ich auch. Ciao. Danke. Ciao. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle sind wir durch das Thema Game Design und wie sieht der Workflow dahinter aus? Wie hängt es auch mit der Übertragbarkeit zusammen in Richtung Softwareentwicklung? Was kann man dafür mitnehmen für seine eigenen Berufslaufbahn? Auch wenn man jetzt nicht im Game Design bleiben sollte. Natürlich kann man immer im Game Design bleiben, auch dort Firmen gründen. Wir werden auch Ende März noch einen Workshop haben, wie man vorgeht, wenn man eine Gründungsidee verfolgt, insbesondere im Gaming-Bereich. Also wer da Interesse hat, kann auch gerne zu uns auf dem Discord-Server kommen, uns auf jedem Kanal anschreiben oder mich direkt anschreiben. Da geben wir gerne noch mal ein paar Infos raus. Ja, und an der Stelle, wie gesagt, würden wir das Thema mal beschließen und wechseln zum nächsten.